In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie eine aufgeschnittene Epson 26 Patrone aussieht und dass die tatsächlich zur Hälfte aus Luft besteht. Von der einen Seite sieht man, dass dort quasi nichts drin ist, außer ein bisschen Plastik. Wenn man die wieder rumdreht, sieht man dort einen Plastiksack, in den die Tinte eingefüllt wird. Warum hat sich also Epson entschieden, so eine komische Patronenform zu wählen? Naja, meiner Meinung nach hat das wahrscheinlich zwei Gründe. Der eine Grund wird sein, auf so eine Patrone sind einfach viele Patente angemeldet und wenn ich so eine komplizierte Konstruktion mache, kann ich viel mehr Patente drauf anmelden und diese vielen Patente machen es dann den Nachbauern immer schwieriger, diese Patrone zu kopieren und ein günstiges Ersatzprodukt anzubieten. Das ist der eine Grund. Der andere Grund könnte natürlich sein, dass die Leute, die zu Hause nachfüllen, das Leben schwer gemacht bekommen, denn wenn ich eine Spritze benutze beim Nachfüllen, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Plastiksack einfach beschädige und die Patrone für mich dann nutzlos wird. Der eine oder andere denkt sich jetzt, was quatscht der denn da? Epson wird sich ja schon was dabei gedacht haben, dass die das so kompliziert gemacht haben, da wird vielleicht das Druckergebnis schöner werden oder sowas. Da würde ich widersprechen, denn wenn man sich mal so eine Fill-In-Patrone anschaut, wie ich sie zum Nachfüllen benutze, das ist auch aus der Epson 26-Reihe, dann ist die ganz anders aufgebaut, dann hat die einfach einen großen Schwamm. Das kennt man zum Beispiel von Canon oder HP-Patronen schon, dass auf der einen Seite ein Tintentank ist und auf der anderen Seite ein Schwamm und dann kann der Drucker halt mit Unterdruck die Tinte rausziehen und verbrauchen. Die Druckergebnisse waren mit den Nachgefüllten auch nicht schlechter als mit den Originalkennen, also daran kann es meiner Meinung nach wohl nicht liegen. Also ich denke eher, da möchte man den Nachfüllern das Leben schwer machen.